Crispy Karamell, Balsen, Schoko and More, irgendwas Neues. Was es genau ist, schauen wir uns an im Testvideo. Viel Spaß dabei! Neue Sachen sind immer geil. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Das ist echt, ich sage es oft in Videos, aber das ist immer so ein Standardspruch von mir. Ich muss mir irgendwas Neues einfallen lassen. Hallo und seid nicht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es freut mich überhaupt nicht, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich habe hier nur Arbeit mit diesen Videos und am Ende bekomme ich nur popelige 200 Views. So, jetzt habe ich mal einfach meine Meinung gesagt. Nee, so ist das natürlich nicht. Ich freue mich tatsächlich, euch dieses neue Produkt von Balsen vorzustellen. Habe ich in der Drogerie Müller entdeckt für happige 2 Euro. Was ist das Ganze? Choco and More von Balsen, warum auch immer das N jetzt hier rot ist. Es ist neu, es ist Schoko, es ist mehr, es sind Kekse. Crispy Karamell, wow, also Kekse, die mit einer Crispy Karamellschicht oben ummantelt sind. Könnte sehr geil sein. Popelige 3x2 Kekse ist echt ein heftiger Preis, wie ich finde. 2 Euro für diese kleine Packung, die gerade einmal 120 Gramm enthält. Da kann man jetzt natürlich wieder drüber diskutieren. Auch an dieser Stelle sei wieder gesagt, sagt mir gerne eure Meinung, wie ihr es findet, dass 6 Kekse 2 Euro kosten, auch wenn sie ein bisschen aufwendiger sind. Ich gebe zu, ich achte immer sehr auf den Preis, weil ich ja finde, man muss halt auch was dafür bekommen, was man bezahlt oder so. Aber nichtsdestotrotz, so 1,50 wäre vielleicht auch okay gewesen. Und habe es mir trotzdem geholt, weil ich neugierig bin, weil ich es euch vorstellen wollte. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal an. Ein etwas ungnädiges Format, diese Packung. Jetzt muss ich mal hier so ein bisschen die Kamera schieben, dass ich das hier alles drauf bekomme. Wie gesagt, Butterkekse steht hier auch drauf. Mit Vollmilchschokolade, 64% mit knusprigen Karamellstückchen. Ach so! Das soll Schokolade sein, weil gut, hier oben sieht es nach Schokolade aus, aber hier sieht es wirklich eher wie so Karamell aus von der Farbe. Es ist also Schokolade, wo Karamell drin ist. Es gibt normale Balsenkekse sowieso mit Schokolade obendrauf und hier gibt es jetzt allerdings dann halt auch mit etwas Karamell noch extra drin. Da gibt es dann irgendwie auch so ein neues Format, sodass man so kleine Snackportionen hat offenbar, 3x2 Stück eben verpackt. Und ich bin gespannt, ob die an die grandiosen Leibniz-Butterkekse Lemon Cheesecake hießen sie Style drankommen. Das Video auf meinem YouTube-Kanal, die besten Kekse auf diesem Planeten. Schaut da unbedingt mal rein. Wenn ich es nicht verpeile, verlinke ich das Video auch unten in die Beschreibung. Und am Ende des Videos, da könnt ihr da mal reingucken. Wirklich sehr empfehlenswert. Die Zutaten natürlich Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Kakaomasse für die Schokolade, Zucker und Weizenmehl natürlich für die Kekse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, Butter, Glukosesirup, Milchzucker, Emulgatoren, Salz, Backtriebmittel, Natriumcarbonate, Diphosphate, Vollmilchpulver, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aromen, Hühnerei, Gelbpulver und Haselnüsse. Auf der Anlage werden auch verarbeitet andere Schalenfrüchte. Hergestellt in Deutschland. Pro 100 Gramm 500 Kalorien, 24 Gramm Fett, viel Schokolade, ne, weil ich sag mal ohne Scheiß, 64%, das ist schon ordentlich. Finde, hätte ein bisschen mehr Karamellstückchen noch sein können. Wobei, dann ist der Butterkeks gerade mal 63%, ne, noch nicht mal 25%. Zwei Kekse haben 200 Kalorien. So, ich packe die jetzt hier mal aus, diese Packung. Gibt es hier irgendwie so ein Öffnungsmoped? Ja, hier oben, hier gibt es eine Lasche, die können wir aufziehen. War jetzt die falsche Richtung natürlich. So. Sind so einzeln verpackt. Schöne kleine, ich sag mal, Travel-Portionen. Boah, sind aber auch Batzen. Die Crispy-Karamell-Dinger. Nenne ich sie jetzt einfach mal Crispy-Karamell-Dinger. Also so kann man sich so ins Handtäschchen tun oder wo auch immer, wenn man sie unterwegs hat. Der Mann tut sie natürlich cool in seine Sakkotasche oder so. Wäre schon geil, wenn man so einen Sakko anhat und dann auch so Kekse oben aus der Brusttasche ragen. Das wäre schon irgendwie sehr stylisch. Schoko and More sind aber winzig. Die sind aber nicht so groß wie normale Butterkekse. Mann, 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 hier wird echt an jeder Stelle gespart. Schoko and More Butterkekse von Balsen. Die Schokolade sieht man schon mal ganz gut. Von Karamell kann man hier noch nicht so viel sehen. Unten der Keks, wie gesagt, ziemlich mickrig, aber man sieht deutlich was an Schokolade. Ich habe vorhin diese Decke hier gebügelt. Jetzt muss ich hier mal eben ein Schneidebrettchen holen, dass ich hier nicht auch noch alles wieder versauere. Das wäre ja nicht Sinn der Sache. So, am besten wir machen einfach mal diesen hier
Ah, schön. Ja, man sieht es ganz gut. Ich frage mich nur gerade wirklich, wo der Karamell ist. WTF. Also, Keks sieht man, Schokolade sieht man, doch wo ist der Karamell? Entschuldige, wenn ich so ein blödes Geräusch mache, aber Karamell, hallo, wo ist der Karamell? Okay, in der Schokolade ist er tatsächlich drin. Man sieht ihn hier nur sehr schlecht. Ich versuche jetzt mal nur oben, was ja das eigentliche Highlight ist, dieses Schokokaramell, mir runter zu knacken, mir runter zu klamüsern, was ich tatsächlich als nicht ganz. Aua! Hier sieht man ein bisschen der Karamell, aber viel ist das wirklich nicht. Probier mal die Kombination von Keks mit Karamell. Ja, man hat den Butterkeks. Die Schokolade ist deutlich, ich sag mal, hervortreten. Hat man wirklich viel Schokolade drin. Und beim Kauen der Schokolade merkt man ab und zu so ein kleines Knacken von dem Karamell. Ich finde, das Karamell geht aber eher unter und die Schokolade ist eher so omnipräsent. Also sprich, das. Ja. Oh, Scheiße. Runtergefallen hier. Ja. Ich muss sagen, so richtig begeistert bin ich nicht davon. Weil, also ich sag mal so, wenn es jetzt 1 Euro kosten würde, sorry, aber ich bin da wirklich so und ich kann und will das auch gar nicht abstellen. Ich finde, das hier ist keine 2 Euro wert. Es ist nichts Besonderes, es ist quasi einfach nur eine neue Idee. Wir machen einfach noch ein bisschen Karamell in die Schokolade, was sowieso jeder kennt. Dann schrumpfen wir das Ganze und verlangen unverschämte 2 Euro dafür. Tut mir leid, ist für mich durchgefallen. Nicht, weil es unbedingt schlecht ist, es schmeckt ganz gut, aber es ist auch nichts Besonderes, ja. Es ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Und eben, ich zahle gerne etwas, wenn etwas wirklich etwas ganz Besonderes ist, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Siehe meine unzähligen Ben & Jerry's, die ich getestet habe, die mit 6 Euro oder oft 7 Euro, die ich bezahlt habe, auch nicht billig sind, aber es war oft etwas Besonderes und weiß ich nicht. Also komme ich jetzt hier gerade nicht so ganz mit klar. Trotzdem, wenn ihr unbedingt sowas mal ausprobieren wollt, dann macht es gerne. Ich persönlich finde es aber preislich etwas überzogen, wenn es auch geschmacklich ganz okay ist und schön knackt. Das ist auf jeden Fall gelungen. Ansonsten sage ich, muss man nicht machen. Danke fürs Zuschauen. Gerne einen Kommentar da lassen, was euer Eindruck ist von diesem Video. Vielleicht habt ihr sie auch schon probiert. Oder welche Kekse empfehlt ihr, die ich unbedingt mal ausprobieren soll? Ist das für euch hier auch eher so Marketing nur? Hat es eine Daseinsberechtigung? Lasst uns etwas diskutieren. Ich freue mich über eure Kommentare. Bis dahin und ciao.